So, YouTube. Hallihallo, Hallöle. Wir sind wieder zurück. Das Spiel neu gestartet. Folge Nummer 2. Unsere Galeere startet. Und wir haben ein Zeitrennen und müssen ein paar Bojen ansteuern. Und irgendwas greift uns, glaube ich, an. Ah, ich glaube, die da hinten. Aber die haben wir ausgetrickst, indem wir da vom Bord gegangen sind. Wir fahren jetzt nördlich rum, würde ich sagen. Und steuern die hier an. Dann fahren wir hier zurück. Und dann die. Und dann haben wir es. Ob wir das Rennzeit 2 Minuten 38 verbleiben, kann ich aber abbrechen, nicht? Dadurch, dass er das weitergemacht hat, kann ich es abbrechen? Auch so eine Sache, nicht? Ich kann das jetzt nicht abbrechen, oder was? Wow. Komm, da muss es doch eine Möglichkeit geben. Mehr Auftrag abbrechen. Dann können wir den nochmal machen. Warum nur so langsam, Captain? Was halt mega dämlich, nicht wahr? Dann können wir jetzt hier nochmal sauber starten. Wo ist die Boje? Eben habe ich sie doch noch gesehen. Ist sie weg? Ne, da ist sie. Jetzt leuchtet sie wieder. Benutzen. Ein bisschen Brot. Ich hoffe nicht, dass ich wieder von Bord gehe. Und dann habe ich das Problem nämlich auch nicht. Bedrohliche Gewässer. Ich sehe die Flotte. Und ich sehe das Rennen. Annehmen. Ja. Du machst das schon, Captain. Beweisen wir ihm, dass wir schneller sind als alle anderen Piraten da draußen. Schnell! Verschwendet keine Zeit! Okay, let's go. Wir können natürlich auch andersrum fahren. Indem wir hier lang fahren, dann hier durch. Das können wir auch machen. Ist vielleicht besser. Und jetzt ist wieder hier vom Bord gehen, nicht? Und wenn ich runterbremse, die Segel, dann geht er vom Bord unter Umständen. Das ist echt nicht gut gemacht. Das war nämlich das Problem eben. Und dann ist er abgestürzt oder beziehungsweise hängen geblieben, weil wir da auf der... Verdächtiges Schiff! Bring uns näher ran! Nee. Ja, schön, wenn sie uns bemerkt haben, aber ich fahre gerade ein Zeitrennen. Die können mich noch so sehr bemerken, wie sie wollen. Wir sind eh schneller. Wir haben ein Level 8 Schiff und die nur Level 7 Schiffe. Die können uns mal am Poppes lecken. Also lieber nicht, weil dann werden sie auf unserem Schiff. Und hier gibt es anscheinend auch so Booster. Ah, guck mal an. Ein bisschen Stoff können wir noch plündern und da ist die nächste Boje. Die Frage ist, wie dicht müssen wir an die ran? Okay, das zählt schon. Akazie, brauchen wir eigentlich nicht. Müssen wir jetzt hier durch schon? Und dann fahren wir jetzt hier durch, um die loszuwerden. Da folgen die uns nämlich nicht. Oh. Upsi. Hängen wir raus! Jetzt sind die auch noch böse auf uns. Ja. Das ist nicht der Weg, den ich eigentlich fahren wollte. Weil das kostet hier echt Zeit durch. Oha. Autsch.
Da unten ist ein Level 1 Schiff. So fängt man an. Da haben wir uns echt hochgearbeitet. Guten Tag, Booking A. Guten Tag und tschüss. Da weiß man erst, wie langsam man mal früher war. Okay. Die Boje haben wir auch. Dann fahren wir halt doch so rum. Los, bring das Schiff an meine Grenzen, Captain. 3 von 7. Jetzt müssen wir einmal hier durch. Ich würde aber außen rum und dann da hoch. Und dann haben wir schon alle. 6 Minuten noch. Das können wir schaffen. Dahin ist die nächste Boje. Wir haben nur das Problem, dass wir gleichzeitig auch von Piraten gejagt werden, weil wir ja diesen Rum an Bord haben. Das heißt, da können wir auch immer wieder Ärger kriegen, den ich eigentlich nicht will. Ist ein bisschen schade und gleichzeitig auch gut, dass die Aufgaben sich gegenseitig natürlich beeinflussen können, ne? Macht das natürlich schwieriger, so ein Rennen zu fahren, wenn man währenddessen wegen einer anderen Aufgabe angegriffen werden kann. Oh, aber andererseits bringt es Leben ins Spiel, nicht? Weil in echt ist ja auch nicht so, dass man eine Sache abschalten kann, wenn eine andere läuft. Boah, der Wind drückt uns aber auch echt seitlich weg. Aber andererseits können wir so richtig Fahrt machen. Da können wir irgendwas segeln oder so? Ah, irgendein Boost. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, 5 Minuten, wird eng. Ja, aber die Akzeptanz, nicht so ein Spiel zu kaufen, wenn das UI oder andere Sachen ständig hängen bleiben, halten sich dann natürlich auch in Grenzen. Und weil man Ubisoft erkennt und weiß, das wird nie gefixt werden. Das Einzige, was sie fixen, ist mehr Geld-Content reinbringen. Ist halt ein börsennotiertes Unternehmen, nicht? Das geht halt auf Masse und nicht auf Qualität. So, und jetzt müssen wir hier durch. Voll ärgerlich, verstehst du, ja. Aber ich meine, dafür haben sie auch ständig Free-to-Play-Phasen, nicht? Um einen anzutriggern. Shit, hier ist Gegenwind. Oh, ich hätte aus der anderen Richtung kommen müssen. Oh. Der rote Fluss in den Rova-Hügeln. Noch 3 Minuten. Oh, harte Wendung. Ja. Mit so einem großen Boot ist hier echt nicht gut Kirschen essen. Wir haben nur noch 2 Dinger, nicht? Ja. Komm. 3 Minuten. Wo ist das Ding? Oh, komme ich da überhaupt mit dem großen Boot ran? Das könnte ein Problem sein. Boah, ich sehe gar nichts. Hier ist nur Nebel, nicht? Doch, ich komme ran. Aber echt. Ah, ich hätte auch außen rumfahren können. Aber so ist vielleicht besser. Dann kann ich direkt einschlagen und muss nicht einen Bogen fahren. Du wirst wie schlecht das Essen als Promo kostenlos anzubieten. Achso, das ist wie schlecht das Essen als Promo anzubieten. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Also das Essen ist ja nicht mehr schlecht. Aber du hast halt so eine faulige Kartoffel da mank liegen. Noch 2 Minuten.
Hast du einen Plan, Captain? Uns geht die Zeit aus. Und der Koch sagt dir noch so, naja, aber isst die Kartoffel doch mit. Und du sagst so, ja, aber wer weiß, wie lange die Kartoffel schon im Essen lag und es verdorben hat. Aber zahlen tun sie trotzdem, sie sind ja schon mal hier. Oh, 2 Minuten noch da vorne, ich sehe es schon leuchten. Aber wie gesagt, es gibt wesentlich schlechtere Spiele. Das muss man auch so sagen. Man kann hier durchaus seine Zeit reinstecken. Ich habe auch schon, wie viel, 20 Stunden da drin? Alles Free-to-Play-Zeit, nicht? Also kann man nicht sagen, dass hier auch nicht ein Möglichkeiten geben. Ich habe die Alpha gespielt, ich habe die Beta gespielt, ich habe die Closed Alpha gespielt, ich habe die Closed Beta gespielt. Ich habe das Beta-Wochenende gezockt, bevor es losging. Ich habe die offene Zeit gespielt, bevor es losging. Und jetzt das die Woche werden wir reingucken. Mal gucken, wie viel dazugekommen ist und wie viel man überhaupt kriegen kann. 1 Minute noch, komm. Jetzt zieh durch. Der Gegenwind ist hier echt hart. Go, 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 go. Wir müssen drehen. Kreuzen. Kreuz die Segel. 1 Minute. Komm, 1 Minute wäre gut. Oh, 59 Sekunden. Ah, egal. Sehr schön. Endlich kann man auch mehr Punkte wieder bekommen. So, jetzt brauchen wir auch nicht mehr so schnell machen. Und jetzt können wir wieder in Ruhe unseren Schnaps abliefern. Kann auch mal hier ein bisschen langsamer durchsiegeln. Schon wieder Piraten? Scheiße. Kacke. Ich weiß nicht, wie ich den Mörser benutzen kann. Von der Regen in die Traufe. Nee, wie sagt man? Ja. Was? Unsere Zuversicht schwindet? Die anderen sind gleich kaputt. So, ein paar Torpedos erledigen den Rest. Oh, shit. Sind an einem vorbei, aber das andere wurde erwischt vom Torpedo. Oh, 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 stopp, 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 stopp. Okay, warte. Ah, verdammt. Ich hänge fest. Zeit zum Entern, ja. Dann fahrt da mal raus. So, und wo ist denn jetzt mein... Wie hat man das gemacht? Mit R? Nee. Es gab irgendwo eine Taste mit Q. Ah, hier. Genau. So, das wird den Rest erledigen. Und tschüss. Mit Q. Da können wir nämlich wunderbar unser Mörser mal einsetzen. Endlich. Elfenbein haben wir bekommen. Tabakblätter. Bolzen für Ballisten. Das ist doch schön. So, und wo wollen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir unsere Aufgabe wieder machen. Internationale Handelsroute. Ja, schön für die internationale Handelsroute. Wir wollen... Gewöhnlicher Auftrag. Den gewöhnlichen Auftrag machen. Verfolgen. So, da hinten wollen wir hin. Arr. Endlich mal ein bisschen ruhige Phase, nicht? Das Spiel hat, muss man sagen, immer wieder... So Phasen, wo man nicht aus der Action rauskommt und dann genießt man auch mal die Minuten, wo man einfach nur fährt und die Leute auf dem Boot auch singen.
Ist ja auch was Schönes. Chongqi haben wir bekommen. Bekommen. Nicht Mekong. Bekommen. Und ich könnte hier so ein kleines Reparaturset verwenden. Ja, dann sind wir nämlich schon wieder repariert und die Säge sehen nicht aus wie Hulle. Was schade ist so, dass das Gewitter halt immer an der Stelle ist, nicht das Wander kommen rum. All solche Geschichten. Du hast halt immer wieder Bereiche, in denen immer wieder das Gleiche stattfindet. Erhaltene Schmugglermarken. Ah, sieht trotzdem klasse aus. Easy. Jetzt mit dem Mörser wieder. Zack. Wartet, wir könnten ja den Torpedo einsetzen gegen ihn. Oh, umgeschliffener Saphir. Na, das kriegt er besser hin. Sehr schön und tschüss. Oh, haben wir uns gut kaputt gemacht. Hat eigentlich Potenzial. Hat es auf jeden Fall gehabt. Aber viele Spiele haben Potenzial, wie City Skylines, und verspielen es dann auf den letzten Metern. Was sehr schade ist. Was, ein Abfangkurs? Nee, ich will nicht mit euch kämpfen. Ich will einfach nur wegfahren. Ach du Scheiße! Au! Rechtsklick, benutzen. Puh. Oh, das war aber haarscharf. Oh! Oh, 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 die schießen aber hart, die schießen aber viel. Oh! Wasser, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser, Wasser! Aber ich habe auch Torpedos. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Ah, auch knapp verfehlt. Ja, dann muss er nämlich abbrechen. So, weg hier. Wir wollen zu unserem Auftrag. Alle so aggressiv. Gut, lassen ab. Meine Mannschaft ist eh erschöpft. Die haben Rumentzug. Ja, Rum kann ich ihnen gar nicht geben. Ich kann ihnen nur Wasser geben. Oh, wir können mal
Ein Feuerwerk abfeuern. Guck's dir an. Dann wissen alle, hier bin ich. Was ist das? Primäre Kamera? Hier. Also wir sind noch im Kampf. Ich kann nicht singen. Schade. Dann löst sich der Kampf auf. Wahrscheinlich erst, wenn wir eh da sind. Na gut. Wir haben nur noch 8 Stunden, um den Rum abzuliefern. Ich glaube jetzt. Ja, da müssen wir rein. Aber dann hast du rum. Es ist gleich rum. Ich glaube, es gibt... Ach, den rum. Ja, aber gut, den rum kann ich dir nicht geben, nicht? Auch interessant, da hast du recht. Ich habe ja rum, den ich ausliefern muss, den die gar nicht kriegen können. Wenn die meutern, dann würden sie rum haben. Ich habe nicht die cleverste Mannschaft, wie ich merke. Ich muss mich ihnen entledigen. Ein prachtvolles Schiff liegt da am Hafen. Huch, ist ja meins. Ah gut. Minus 1 Crew. Geht. Wer braucht schon eine Crew, wenn er rum hat? So ein Ding. Notiz. Oh. Okay, ich dachte, ich war hier schon, aber anscheinend war ich hier noch nicht. Hier ist das Bonefire. So. Oh, was ist hier? Ah, hier gibt es bestimmt einen Schatz, den man irgendwann ausgraben kann, wenn man die Karte dafür hat. Da unten brennt es. Okay. Tja. Hier ist auch ein Schatz-Ausgrab-Ding. Eine Kokosnuss. Ne, die Kokosnuss könnt ihr behalten. Ich hab 300 Kokosnüsse oder so auf der Bank. Wir haben ganz schön viel Kanonenkugeln verballert. Bananen? Nitzi. Nehmen wir mal auf. Ich bin tot, müde. Lasst mich. Okay, dann lasse ich dich halt. Ist doch nicht der, den ich suche. Doch, du bist der, den ich suche. Oh, man trifft nicht oft Piraten auf dieser abgelegenen Insel. Die meisten Schiffe segeln vorbei, ohne uns zu beachten. Wir sind ausgestoßen. Ein rauer Haufen, der von der Habe der Verdammten lebt. Ich glaube kaum, dass ihr grundlos so weit gefahren seid. Führt euch der Handel an unsere Küste? Lautet der Taufname eures Schiffes Janita? Ich bin tatsächlich wegen Janita hier. Natürlich. Wer würde sonst an diese entlegene Küste kommen? Nun, wenn ihr wegen des Geschäfts hier seid, seht euch unsere Waren an und sorgt euch nicht um neugierige Blicke. Ihr werdet überrascht sein, was wir so zusammenklauben können. Grüßt Janita von uns. Okay. Aber ich muss sie nicht bei ihm abliefern. Interessant. Irgendwo unten anscheinend. Ah, hier. Nee. Guter Jutestoff. Okay.
Hier ist aber das Symbol davon. Akazienplanke brauche ich auch nicht. Gehen wir mal auf dem anderen Weg runter. Dann wird es hier vielleicht einen Händler geben. Ah, hier ist noch ein Lager, oder? Manchmal gibt es nicht zwei Lager auf einer Insel. Eigentlich fast immer. Ah, hier, der will unseren Rum. Ha, der ist so ein guter Mann. Das Geschäft läuft nicht. Euer Anblick ist furchterregend. Doch ihr scheint nicht auf einen Kampf aus zu sein. Ihr seid willkommen. Ah, gut. Ich glaube nicht, dass ich eure hässliche Visage schon mal gesehen habe. Doch ihr wirkt nicht wie ein Freibeuter auf mich. Ich bin jemand, der Geld verdient. Nun, dann habe ich Vorschläge für euch. So, so. Unser beider Truhen füllen. Uns wunderbar. Beiden dürstet nach Geld. Ja. Dem goldenen Rat vielleicht auch. Mhm. Wir sollten uns gegenseitig helfen. Immer doch. Wisst ihr, ich bringe Waren an ferne Orte und werde reich dafür belohnt. Wollt ihr einen Anteil an diesem Geschäft? Wenn das Glück euch hold ist, biete ich euch vielleicht Arbeit an. Hm. Ansonsten habe ich immer gute Waren für euch. Aber ich will dir was verkaufen. Ich will dir diesen Rum hier geben. Wow. Das war ja spektakulär. Zeig mir die verfügbaren Gelegenheiten an. Okay, wir können da wieder rumkaufen. Aber ja, das brauche ich ja nicht, nicht? Wunderbar. Ihr habt euch euer Geld verdient. Wunderbar. Ein lausiger Tag. Es gibt nicht viel zu tun für euch. Ah ja, ja. Du mich aber auch. Ich torkel aber auch echt wie ein Besoffener hier über das Ding, nicht wahr? Okay. Das kommt ins Lagerhaus. Was haben wir noch? Nahrung. Gegrilltes Hammelfleisch ins Lagerhaus. Ins Lagerhaus. Ins Lagerhaus. Rindfleisch ins Lagerhaus. Temperaturset 1 ins Lagerhaus. Das haben wir alles. Das haben wir alles ins Lagerhaus. Rohes Eisen ins Lagerhaus. Jute ins Lagerhaus. Jutenstoff ins Lagerhaus. Saphir ins Lagerhaus. Batik ins Lagerhaus. Elfenbein ins Lagerhaus. Lambda-Stoff brauche ich anscheinend. Ich weiß nicht für welche Aufgabe. Und ich habe auch noch den Kopf, den ich irgendwo abgeben muss. Ich habe noch eine Truhe. Öffnen. Achterstücke. 148 Achterstücke. Was auch immer das ist. Panzerglas, Tongsi und Bolzen. Okay. Und ich habe einen Beleg für einen Auftrag. Nach einem Auftrag für einen Überseeschmuggler erhaltenen Beleg. Ah, das muss ich der anderen da bringen. Silberbeute. Können wir auch öffnen. Zack. 388 Silber. Das ist okay. Ohne Silbertruhe. 5-mal. Öffnen. 5000 Silber. 6500. Ah, in aller. Ich dachte in einer. Puh, wir sind reich. Ich verziehe mich jetzt in Schlaf. Meine Augen fallen zu. Gute Nacht. Schlaf schön, Seelentrost. Ein passender Name für dieses Spiel eigentlich. Muskat wird abgelegt. Kampfer. Was auch immer Kampfer ist, wird abgelegt. Kakao wird abgelegt. Was haben wir noch? Weihrauch wird abgelegt. Ich muss manchmal aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen aufs Zerstören komme. Tabak, Schnupftabak wird abgelegt. Was haben wir hier noch? Tabakblätter ins Lagerhaus. Panzerglas ins Lagerhaus. Wacholder ins Lagerhaus. Mohn ins Lagerhaus. Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir fast alles Unnötige übertragen erstmal. Habe ich noch Hähnchen? Das würde ich gerne auffüllen. Hm.
Ich habe gegrilltes Rindfleisch. Zerstörte Tierhaut. Ich habe richtiges Essen noch. Kategorie Vorräte. Wasser. Was haben wir noch? Ich könnte Kokosnuss mitnehmen. Können wir die Bananen noch ins Lagerhaus übertragen? Stinkfrucht. Fisch. Müssen wir erst grillen. 9 gegrillter Fisch. Er ist nicht so gut wie das Hähnchen. Und hier erhöht der Ausdauer um 50, um 40, um 50. Erhöht Reparatureffizienz. Oh, auch nicht schlecht. 30 Minuten. Und ein Hähnchen? Ah, nur ganz kurz. Okay. Wir brauchen neue Aufgaben. Was haben wir denn noch so übrig? Alles fest im Griff. Zeige Janita den Beleg für deinen ersten Auftrag. Okay, segle zu Scorlock-Schiff in Margareta und übernimm das Kommando. Der Verrat eines Piratenfürsten. Nee, das wollen wir auch noch nicht machen. Buddel voll rum. Beschaffe Schnaps für die Kiste bei La Schunke bla bla bla. Liefere Brandy. Okay, und Brandy gibt's... Ah, okay, dafür muss ich die internationale Seeroute angreifen. Ah, die ist über unsere Level. Relikte der Vergangenheit. Was können wir nochmal machen? Dann müssen wir da hin. Na? Irgendwie kann ich in der Karte gerade wieder nicht mehr rauszoomen. So, jetzt. So, wo müssen wir hin? Relikte der Vergangenheit? Keine Information gefunden. Schatzkarte lesen. Da müssen wir hin. Aber da waren wir doch schon. Das ist ganz im Süden der Roten Insel. Tinina Fort Louis. Ach, das hatte ich nicht gefunden damals, nicht? Okay, wir reisen mal nach Fort Louis. So langsam sind wir warm, was? Wie teuer ist das? Schnellreise 400. Machen wir. Easy peasy. Schnaschneasy. Der Schatz ist in diesen Außenposten. Das ist gut. Oh. Da ist auch das X wie auf der Schatzkarte. Okay. Das war jetzt leichter, als ich gedacht hätte. Dann ging der Auftrag vielleicht früher nicht, weil manche Sachen waren gesperrt in der Beta-Phase, damit man nicht weiterkommt. Und dann zählt das anscheinend dazu, weil ich habe den Auftrag einfach nicht abgeben können, weil ich diesen Schatz nicht triggern konnte. Wir sind die Insel hier mehrfach abgelaufen, weil das ist echt ein verwirrendes Ding, dieses alte Vor. Mit Wegen auf und ab, links und rechts. Von einem guten Geschäft alles mit Sorgfalt handgefertigt. Ja, ja, reden wir. Was hast du denn? Nelkenweihrauch und Saphir kann ich hier günstig kaufen. Aber brauche ich nicht. Wellen sanft zu eurem Schiff sein. Das ist Raseneisen, das ist nutzlos. Natürlich ist Raseneisen nutzlos, außer man weiß, wie man schmiedet. Und zufälligerweise weiß ich das. Kokosnuss. Nee. Hier ist auch noch irgendwo ein Lager von irgendwelchen anderen Leuten. Ups. Kanonenkugeln. Ja, die nehmen wir mit. Wir verballern echt viele Kanonenkugeln.
Zum Glück gibt es die immer gratis. Und dann feuern wir mal nochmal das Feuer an und dann geht's weiter. Dann können wir den Leuten das nämlich endlich abliefern. Eieieieie. Aber ich muss sagen, mir persönlich gefällt das Spiel besser als Sea of Thieves. Also Sea of Thieves hat mir so vom Gesamtkonzept einfach nicht gefallen. Noch schlechter als das hier. Nur die Umsetzung und die Funktionalität war bei Sea of Thieves besser. Aber allein, dass die Karte sich jedes Mal verändert, hat mich mega genervt. Und dass immer der Fortschritt zurückgesetzt wurde, dass man immer wieder hinfahren musste. Oh, das hat einfach für mich keinen Spaß gebracht. So, da können wir nicht Schnellreise hinmachen. Wir könnten da eine Schnellreise hinmachen, aber dann können wir auch ganz normal fahren. Das sind 20 Sekunden mehr oder so. Wir könnten frisches Obst vertragen, Captain. Ihr könntet frisches Obst vertragen. Dann gucken wir doch mal. Haben wir Obst für euch denn dabei? Nee. Pech. Dann kriegt ihr auch keins. So, wir können aber mal ein schönes Lied singen beim Fahren jetzt. Bisschen leise, nicht? Müssen wir mal einstellen. Irgendwo konnte man Audio, Mannschaftslautstärke. Besser. Oh, wir haben keine Energie mehr. Sorry. Ich muss mal meine Markierung löschen. Zack. Wir sind ein bisschen zu weit nach da. Wir mussten ja nach Norden. Ja, wir segeln auch genau gegen den Wind. La Milchstraße. Ja, vielleicht besser, wenn wir so fahren und dann immer links, rechts, nicht so kreuzend. Drei Kilometer, 3,6. Und drüber. Oh, da war eine Sternschnuppe. Ihr dürft euch was wünschen. Okay, man muss ganz schön einschlagen. Oh, Energie auftanken. Ich heb mir die Hähnchen mal für eine Notsituation lieber auf.
Ja, wir kommen nicht gut voran. Vielleicht wenn wir hier hinten durch. Hilft auch nicht, oder? Und da ist wieder Bucking A, der dümpelt hier auch noch rum, den haben wir auch schon mehrfach gesehen jetzt. So, ich glaube jetzt, hier hat sich der Wind ein bisschen gedreht, nicht? Nee, nicht ganz. Das sind Millimeter, die reichen, dass wir Gegenwind kriegen. Ah, wir müssen da oben rein, okay. Der beobachtet uns. Dieses entspannte Knarzen. Ach ja, herrlich. Oh, Gegenwind. No. Okay, dann holen wir mal aus und fahren so eine Kurve. Au, 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 au. Das erinnert mich immer an die SpongeBob-Folge. Mit dem fliegenden Holländer. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und das ganze Boot wird einfach aufgeschrammt. So fühle ich mich. Relikte der Vergangenheit. Sehr schön. Abgeschlossen. Ich glaube, was euch interessieren könnte. So, es gibt auch ein bisschen Silber. Buddel voll rum. Ja, wenn man irgendwo gegenstößt, nicht, dann hören die sofort aus zu singen. Oh, was haben wir denn noch an Aufgaben? Vergiftete Küste, segle zur Küste von Afrika. Mhm. Kassier Kopfgeld. In einer beliebigen Dings der Kompanie. Wo ist denn eine beliebige Siedlung der Kompanie? Hm. Ja, hier hatten wir ja schon alles aufgedeckt. Sonstiges, die Seite wenden. Sorrel soll bei St. Emily an der Südküste von der Île Royale aufhalten. Okay, aktuell Sultaninseln. Ah, jetzt sieht man auch die ganzen Sachen hier. Okay, alt bedeutet, wir haben die schon gemacht. Begräbniskarte des Seevolkes. Aha. Alles fest im Griff. Was haben wir hier oben? Telok. Ja, stimmt, da hatte ich auch noch irgendwelche Sachen. Hm. Ja, das manchmal so ein bisschen an so einer Stelle. Gut, jetzt kann man die Karte sehen, aber ich kann nicht mehr zoomen. So ein vorgelagertes Ding mit einer kleinen... Bla.
Könnte das hier sein? Das hier sieht aus wie das Ding auf der Karte. Ja, wahrscheinlich hier sogar. Ja, das passt schon sehr gut, nicht? Das ist die Stelle hier. Festhalten! Mach die Luke nicht! Dann fahren wir da halt zurück. Der Wind müsste ja gut stehen dafür. Der müsste ja jetzt genau aus der Richtung kommen, gegen die wir gefahren sind. Ja. Dann können wir also volle Suppe hier in 1 Kilometer mal schnell zurückfahren. Gucken, was da so ist und dann haben wir's. Wir haben ein bisschen Schräglage. Und hoch die Welle, runter das Schiff. Der Blitz schlägt ein, uns trifft der nicht. Wir fahren einfach durch das Tor und trinken ein blutendes Rohr. Na gut. Der Abschluss an dem Über noch. Oh, oh, ob den Abschluss Über noch vom Bord gehen. Bevor wir uns noch tot rammen. So, und jetzt gucken wir nochmal die Karte an. Der Schatz ist in diesem Außenposten. Okay, easy. Okay, wahrscheinlich wird er einfach irgendwie leuchten, wenn wir dran vorbeilaufen. Aber war ich nicht gerade in diesem Außenposten? Da ist schon der Schatz. Ah, weil ich den Stoff dabei hatte. Ah, verstehe. Okay, deswegen hatte ich den Stoff die ganze Zeit dabei. Das ist nochmal Wasser. Das ist wichtig. Das ist schon cool, wie auch der Wasserfall sich färbt. Eine andere Lichtstimmung, nicht? Da kann man wirklich nicht meckern. Wobei, ist jetzt auch keine Unreal Engine 5 Grafik, nicht? Muss man auch mal so sehen. Hallo, Pirat. Könnte ich hier annehmen? Sternkarten, ja, ja, gut. Das haben wir alles schon gemacht, nicht? Kaufen, verkaufen. Eine Krankenstation, das haben wir auch alles schon. Oh, Bauplan, Panzerung. Müssen wir aber Korsar sein. Oh, Leute. Ja, und die anderen Sachen, Speerspitze, das brauchen wir alles nicht. Mögen euch die Wellen leiten. Ja, ja, die Wellen leiten mich immer. Weiß zwar nicht wohin, aber sie leiten mich. Ah, und zwar zum Lager leiten sie mich. Auf die Kiste, rein das Zeug. Hier, die können ins Lagerhaus. Ja, das Ding kann auch ins Lagerhaus. Das Eisen kann ins Lagerhaus. Dann haben wir wieder ein leeres Inventar. Ich finde es immer gut, das übersichtlich zu haben. So, schön verstauen. Ja, ja, ich habe keinen weiten Weg vor mir. Archiv, was haben wir da freigespielt? Drachenbeute. Mhm. Reißt euch noch ein paar Tage an Riemen. Ein Konvoi der Kompanie sollte in der Kürze bei euch vorbeitrudeln. Beladen mit Geschenken und Schätzen. Und zwar alles von diesem verdammten Karadek höchst selbst. Mit einer Beute wie dieser können wir für Jahrzehnte wie Könige leben.
Macht euch bereit, wartet auf das Signal und dann schlagt ihr zu. Okay. Und Seevolk. Oh ja, aber Texte könnt ihr alleine lesen. Ihr seid ja des Lesens mächtig. So. Was können wir noch machen? In so einer Insel mit so einem Ding. Also in der hier. Da gibt's gar nichts zum Anlanden, oder? Okay, aber auf der Insel davor soll es Relikte geben. Und das Ding? Wo ist das? Nee. Wahrscheinlich irgendwo hier. Hier. Da, oder? Ja, die beiden kleinen, das Ding. Und hier soll es was geben. Oder bedeutet das, es ist da drin? Ich glaube da drin, nicht? Karmangrove. Gut, da fahren wir jetzt eine Weile nicht hin. Ah, und hier ist die Kompanie. Ah. Da kann ich das abgeben, da hinten. Oder hier. Ja, dann fahren wir doch dahin. Die wollen diesen Schädel haben. Den geben wir noch schnell ab. Das schaffen wir noch. Dann bin ich den auch los. Der liegt hier im Inventar rum, nicht wahr? Kategorie alle. Wo ist er? Da. Und ab die Säge setzen. Nicht Schnellreise. Säge setzen. Arr. Ein letzter Schluck. Flotte der Fahrer auf Verfolgungskurs. Ich wollte eigentlich nicht kämpfen, aber... Okay. Wartet, mit Q. Oh, 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 oh. Soll doch nach vorne gucken. Ich meine, die sind Level 3, was wollen die machen? Mein Ende. Die Waffen sind einsatzbereit, Kapitän! Feuer! Ha! Freut euch auf die Umarmung des Kraken! Hoffentlich kein Kraken. Ein Seeungeheuer reicht uns. Ich sage euren Familien, dass ihr gestorben seid wie Hunde! Ah, genau durchgeschossen. Jawohl. Das ist falsch. Bereit halten. Ups. Ah, da war das Ding. Bin ich denn da reingekommen? Mit R. Oh, oh. Entern ist gut. Erstmal reparieren wir uns. Oh,
noch nicht feuerbereit. Egal. Ja. Bring uns zu ihnen, Kapitän. Wir sind bereit für den Krieg. Jo. Bereit halten! Wir sind in Reichweite! Kapitän! Feuer! Es sind Meeresboden! Kapitän! Wir sind bereit! Schlagen wir sie! Die wollen einfach nur Ärger haben. Ah, wir haben ja noch das Ding. Und Torpedo. Feuer. Sehr gut. Aber der Torpedo ist nicht wirklich stark, nicht? Gut gezielt, Kapitän! Ah, ich hoffe, wir mögen das Wasser! Sehr gut! Von hier aus erwischen wir sie! Was für ein Feuer! Wenn wir heran, Kapitän, dann nehmen wir sie auf! Ich habe keine Ahnung, was ihnen glückt! Zeig mir sie! Ah, schade. Oh, der ist auch weg. Und der letzte. Komm, sink doch einfach. Was? Ich hab die auch gerade. Nicht schon wieder. Das nervt halt. So. Ich will doch nur hier kurz hinfahren. Boah, gerade noch rechtzeitig von dem weggekommen. Uff. Nee, ich will ja nicht zur Flotte. Hier, Jäger und Gejagte, abgeben. Wunderbar. 6000 Goldstücke. Hab ich denn noch mehr? Ich habe was, was euch interessieren könnte. Verkaufen. Holzteer haben die. Mhm. Ah, oh, jetzt wollen die kämpfen. Ich aber nicht. Wir hauen da schnell ab. Wir fahren hier einfach gleich links und dann sind wir weg. Warum die Pharaoh so gegen uns gerade sind? Alles ist irgendwie böse. Und wir sind lieb. Wir wollen doch niemanden schaden. Ich hätte da links gemusst, nicht? Kacke. Dann fahren wir außen lang schnell. Der braucht Hilfe. Mhm. Und am Ende sind wir die, die Hilfe brauchen. Schiff ansehen. Also das Ding oder was? Hat eine Schmuggler. Irgendwas im Archiv wieder. Na gut, na gut, na gut. Wir sammeln hier noch die Sachen ein und ich würde sagen, das war doch halbwegs erfolgreich, nicht wahr? Noch ein paar Nelken, Batik, reines Eisen, Ambra, Nickel. So kann es weitergehen. Ich segel noch in den Heimathafen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss.